Jo, moin Pyrrhus, wie ihr bereits in meinem letzten Video gesehen habt, bin ich wieder bei meiner Ette angelangt zu Hause. Genau. Ja, wie man da hier am Fenster schön erkennen kann, regnet es. Gestern war den ganzen Tag Sonnenschein pur und heute wieder Regen, wo ich ausgerechnet heute mal gerne in die Stadt gehen wollte und mal gucken, wie das hier aussieht, was wir an Cut 1 alles so haben. Da wollte ich euch eigentlich mitnehmen. Ich guck mal, was ich dann machen werde. Entweder werde ich nass oder mal gucken. Aber auf jeden Fall werde ich das irgendwie schon hinkriegen. Ich werde euch auf jeden Fall dann wieder mitnehmen. Und ja, genau, das wollte ich nur sagen. Jetzt bin ich gerade so beschäftigt. Ich warte auf jeden Fall noch ein paar Minuten ab, bis es vielleicht irgendwie beruhigt oder so. Man weiß ja nie. Aber naja, da wollte ich sagen, viel Spaß bei diesem Vlog, Pyrrhus. Und ja, genau. So, ich war im Kodi und im Netto. Im Netto war das Übliche, bis auf die Geisterstunde und diese Partybombe, die wir noch von Halloween haben. Und im Kodi haben wir auch Jungfrau weg, aber auch vom Komet. Habe ich hier das Prospekt mitgenommen mal. Und dazu werde ich später darauf eingehen. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Nebenan ist der Kick. So, jetzt sind wir kurz im Kick reingegangen. Gucken, ob das hier was irgendwas anderes ist. Ja, mal gucken jetzt. Regnet es immer noch, aber naja. Aber schon echt nicht schlecht hier, aber 290 weiß ich nicht. Ich wollte mir das jetzt nicht schlecht. Ich hoffe, dass es nächste Woche nochmal da ist, dann gehe ich das Ding mal holen. Am Montag oder so. Aber sonst haben die halt nichts. Aber das ist wirklich cool. 290, boah. Ich gehe jetzt lieber noch im anderen Läden mal gucken. Aber das ist wirklich top. Das muss man jetzt sagen, vielleicht komme ich gleich sogar nochmal vorbei. Weiß ich noch nicht. Aber jetzt gehe ich erstmal weiter. Jetzt gefallen die Themen. Mal gucken, ob wir auch was Gutes haben. Wieso? So, hier im Teddy war leider nichts. Jetzt gibt hier noch einen Teddy, dann, Digga. Ich kann schon mal reingehen. Was ich wollte, sind unbedingt die Lufthäuter von Wesley. Wir hätten hier aber hier einen anderen Teddy gehabt in Wülken. Da muss ich mal Montag oder so mal hinfahren. Um das mal zu gucken. Naja. Und so, jetzt gehst du mal in den Boulevard rein. Mal gucken, ob wir aber irgendwas haben. Mal gucken. Thank you.
So, jetzt geht's in den zweiten TD. Mal gucken. Das ist ja echt ziemlich frustrierend, aber diese Tiere gar nichts. Ich muss tatsächlich mal dann zu einem anderen Teddy hier hin, weil da hatten wir ja Luftheuler von der Stil, die wollte ich unbedingt haben. Na gut, dann werde ich wieder nach Hause fahren. Es wird auf jeden Fall noch zwei Flocks kommen. Und ihr könnt euch darauf freuen, die werden nicht so schlecht jetzt. Und genau. Ich hätte das Kuli-Projekt noch ein bisschen eingehen, gleich, wenn ich zu Hause bin. Gut, da würde ich sagen, bis dahin. So, ich bin jetzt zu Hause. Hab wie gesagt nur das Projekt von Kuli leider gekauft. Gekauft habe ich schon. Mitgenommen. Aber es wird noch einige Dinge noch geben. So Flocks. Die werden noch gut, werden ganz gut werden. Ihr könnt euch darauf freuen. Heute ist nicht ganz so, ne, aber ich habe am nächsten Mal so ein paar Eindrücke gesehen, was bei uns so in den Läden so an Jungfeuerwerk gibt. Da haben wir ein bisschen das Kohli-Feuerwerk, natürlich seit letztem Jahr Komet, was ich total komisch finde. Aber gut, hier so für 1,99 die Batterie. 5,90 im Vermieter-Sortiment. Ich gehe jetzt nicht so extrem drauf ein. Dann hier Batterie 290, 390, 394, 699 und so weiter. Ich gehe mal ein bisschen da durch. Zackomet braucht man nicht unbedingt, weiß man ja. Ein paar Verbünde sind auch dabei, hier kommen die Raketensets. Hier so ein Raketensortiment wirklich für zwei Feuersterne, das sind Schüttraketen, Spitzraketen, Knallsternrakete. Gut, eine Rakete mit Zerleger. Na gut. Dann haben wir so halt ein Riesensortiment halt. Was halt 40,99 ist. Also, wenn wir lieber auf andere Sachen im Center-Shop so zugreifen. Das scheint wohl besser zu sein. Dann gibt es hier. Obwohl das, was auch ganz cool ist, sind die Firebirds für 2020. Die sind gut für Komet. Vielleicht werde ich die tatsächlich bei Kuli holen gehen, das weiß ich aber noch nicht. Hier sind die komischen Kanonenschläge. Der Schinken für 5 Euro und der Headbanger für 7 Euro. Und die Kanonenschläge sind 15 für 9 Euro, das finde ich teuer. Na, die letzte Seite ist noch was. Und das Jugendfeuerwerk, was ich eben noch eingegangen bin. Was ich auch gezeigt habe. War ich ja einfach erhält, ich habe 3012 und da ist schon drin. Naja, dann war es das auf diesem Biopyrus. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl ich jetzt nichts gekauft habe. Aber naja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.